Ein schöner Morgen in Alto Pasquio, ein 15.000 Seelenstädtchen, gelegen an der berühmten Pilgerstraße Via Francigenia. Schon seit Jahrhunderten ist Alto Pasquio den Pilgern, die über diesen Weg zogen, als die Stadt des Brotes bekannt. Einer uralten Tradition folgend wird das Brot aus Alto Pasquio ohne Hefe hergestellt. Es wird ein Las Conchia genannter Teig verwendet, der gemäß der toskanischen Tradition ohne Salz ist. Das Brot besteht aus Weichweizenmehl, Sauerteig und Wasser, eines der Geheimnisse seines Aromas. An dieser Stelle noch etwas zu Via Francigenia. Im Mittelalter war die Reise nach Rom neben der Reise ins Heilige Land und dem Jakobsweg eine der drei wichtigsten Pilgerreisen für die Gläubigen. Viele Gläubigen pilgerten über die Via Francigenia nach Rom, um das Grab von Petrus zu besuchen. Auch wir folgen weiterhin dieser Route und lassen uns überraschen. Es wird zwischenzeitlich natürlich wieder stark aufwärts gehen, wie auch sonst. Aber das ist in Ordnung. Unsere Neugierde ist viel stärker. Also weiter. Auf geht's. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind ausgeschlafen. Wir haben sehr gut geschlafen. Wir haben sehr gut geschlafen. Bett. Sehr gutes Bett. Sauberes Appartement. Ja, sehr sauber. Freundlicher Hausherr. Wir bewegen uns jetzt Richtung weitläufig Siena. Siena werden wir nicht erreichen, das ist schon zu weit. Und kurz vorher werden wir uns da irgendwo einquartieren. Ne? Das ist jetzt der Tagesplan. Mhm. Wetter ist wieder bombig, zu warm wird es heute wieder, 34 Grad oder was haben sie dann gesagt? Ja. Kann das noch einiges erwarten und Aufstiege auch. Wird nicht einfach. Ja. Okay, bis dann. So, wir verlassen jetzt Alto Pasquio und es geht weiter Richtung Süden. So, der nächste Ort hier heißt Chimenti oder Chimenti. Ein verschlafenes Toskana-Nest. Wieder der obligatorische Fototermin. Geht jetzt schon wieder gut berghoch. Ein kleiner Stopp. Wir rollen jetzt in Pinete rein. Pinete. In Pinete rollen wir rein. Wir müssen jetzt ja hier weiter. Ja, wie gesagt, heute geht es mehr hoch als runter. Gleich kommt noch mal ein ganz steiler Huckel. Ja. Und es wird immer wärmer.
barbarischer Anstieg. Eine kleine Trinkpause. Eine Mineralwasserflasche ist mir eben auf der Hauptstraße weggefallen und gleich ein Auto, LKW sogar, gleich drüber. Die ist schon mal gut weg. Kleine Orientierungspause. Aber wir sind, glaube ich, auf Kurs, ne? Ja, sind wir. Ja. Wir haben 26 Kilometer. Bis jetzt klappte das eigentlich ganz gut. Wir ziehen weiter. Jetzt kommt die Nordsteigung. Ja, jetzt geht's auch mal los. Leute, haben wir es da ja geschafft. Oh Mann. Wahnsinn, dieser Abschnitt. Wahnsinn, Wahnsinn. Immer noch nicht oben. Ja, so stehen wir denn hier vor den Mauern, vor Jericho. Kann sein, dass wir den höchsten Punkt erreicht haben jetzt. Fahrt doch nicht? Nee, alles gut. Leopoldo Secundo, der Zweite. Ein alter Etrusker. Ja, hier oben haben wir uns ja nochmal Kaffee bzw. Cappuccino. Kann ich gerade zu essen. Und Mineralwasser gegönnt. Das musste sein jetzt.
Gleich geht es erstmal runter. Dann haben wir die schlimmste Steigung hinter uns. Aber es geht eigentlich immer. Weiß ich nicht. Doch. Immer moderat nach oben. Mhm. Richtung Siena. Ja. Ist eine schwere Strecke halt heute. Aber das wussten wir auch schon gestern. So, weiter geht's. Mittagspause ist beendet. Hier nochmal ein tolles Panorama von der Toskana. Jetzt so steil, wie es hochgegangen ist, so steil geht es auch wieder runter jetzt. So ein Scheiß. Ja, ist schon zu steil. Da meint man, man wäre oben. Kommt noch mal so eine Steigung. Ja. Ein Traum. So sieht eine toskisch-toskanische Straße aus, die schnurgerade auf den Berg führt. Wenn wir da jetzt hochgemusst hätten, ja. Ich wäre gestorben. Wir brauchen leider, Gott sei Dank, nicht hoch. Dann hätte ich dem LKW-Fahrer 100 Euro gegeben, wenn er mich hochfährt. Ja, wir brauchen Gott sei Dank nicht hoch. Ja. Aber nee. Wir haben auch schon einiges erlebt an Steigerungen. Mein lieber Mann, für uns geht es jetzt da weiter. Ja. Nochmal Glück gehabt, Schwein gehabt. Dogana heißt dieser Ort. Ein verschlafenes Toskana-Nest. Fiorentino. Castel Florentino. Castel Florentino. Ja. Hier machen wir erstmal Rast. Jetzt die nächste Runde. Ja. Komm mal alles. Ja. So, wir haben 2 Uhr. Ist noch relativ früh. Und 22 Kilometer, glaube ich, noch. Dürfte zu schaffen sein. Wir sind hier in Kertaldo. I know, right? Still for 1, 2, 3, 4.
Wir sind jetzt hier einige Kilometer vor unserer Bleibe für diese Nacht. Kurz vor Siena ist halt irgendwo. Decken uns hier nochmal mit Getränken ein. Ja, wir gucken dann mal weiter. Sehr heiß heute. Und die Tour hat schon sehr geschlaucht heute. Sehr, sehr, sehr. Es ging so stramm wie Bergkopf heute. Ja, das war schon hart. So, wir setzen uns nochmal hin. Orientierungsrunde und Trinkpause. So, wir ziehen weiter in Richtung Poggibonsi. Ja. Und dann kommt Siena. Mhm. Ja. So kurz vor Siena irgendwo, da quartieren wir uns ein. Mhm. Genau. Ja. Okay, es geht weiter. Hier. Machen alle paar Kilometer Pause. Wir haben jetzt noch gut 10 Kilometer bis zur Unterkunft. Und wieder wird es hügelig. Wir sind in Poggibonsio. Poggibonsio sind wir. Späten Nachmittag. So sieht ein Zimmer aus im Hotel Ambassador in der Toskana. Räder sind gut untergebracht, Zimmer ist gut, Bad ist gut, alles gut. Frühstück gibt es morgen. Ich hoffe ja, dass das mal so mehr ein deutsches Frühstück wird. Ja, wir sind im Ausland, da gibt es kein deutsches Frühstück. Ja. Naja, alles gut, sind gut angekommen, sind kurz vor Siena. Morgen geht es dann weiter. War ein ganz harter Tag heute. Mhm. Erstmal viel zu heiß. 34, wie viel haben wir gehabt? 34 Grad. Ja. Unterwegs ging es einmal ganz schwer nach oben und ganz steil nach unten wieder. Das hat unheimlich an Kraft gekostet. Ja, und am späten Nachmittag dann die flirrende Hitze. Da flutschte die Kraft nur so davon. Aber wir sind angekommen, das ist das Wichtigste. Morgen geht es dann weiter. Haben denn jetzt, später haben wir es nach 6? Nee, 20 nach 5. 20 nach 5, ja. Ist noch, sind noch in einer guten Zeit angekommen. Wo wir morgen, wie weit wir morgen kommen, steht noch in den Sternen. Mhm. 70, 80 Kilometer. Müssen wir mal schauen, ne? Müssen wir so irgendwie hinkriegen. Ja, ich weiß nicht, das, nach Siena geht es gleich, geht es da vorne gleich ganz hoch sofort.
Dann sind wir vor deiner Stadt. Und danach, wie es danach aussieht, weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich noch gucken. Ja. Okay, also da werden wir auch noch alles machen. Bis dann erstmal. Ja, unser Tag ist gelaufen. Wir sind bettfertig und wir legen uns jetzt schlafen. Morgen kommt der nächste harte Tag und da brauchen wir ein bisschen Ruhe. Wir wünschen euch auch eine gute Nacht. Bis morgen dann. Bis dann. Wieder ein Tag durch die Toskana. Angekommen sind wir hier in Poggibonsi. Flimmernde Hitze und eine starke Steigung hatten uns heute schwer zu schaffen gemacht. Natürlich, die Strecke, die hinter uns liegt, lastet mittlerweile schwer auf uns. Man merkt es in den Knochen, jeden Morgen. Aber egal, unser Tagesziel haben wir erreicht, wenn auch fast aus dem letzten Loch pfeifend. Aber das alleine zählt. Unsere Unterkunft macht einen guten Eindruck. Wieder mal eine warme Koje, in der man sich strecken und räkeln kann. Morgen früh gibt es Frühstück am Buffet. Das haben wir lange vermisst. Wurst und Käse müssen her zum Aufpäppeln. Dazu ein paar altrömische Lucano-Würstchen, denn Fette braucht der Mensch. Dazu dann 10 Tassen anständigen Muckefuck, der unsere Zehennägel nach oben biegt. Hoffen wir, dass dem so ist, damit wir den morgigen Tag genießen können mit all seinen Schönheiten und Schikanen, wenn sie denn auftauchen. Wer weiß.